Hallo, hier ist Robbebox28 zur näheren Team Deathmatch Unterschlupf bei Far Cry 3. Und ja, ich habe ja auch gesagt, dass ich jeden Spielmodus bei Far Cry 3 Multiplayer mal zeige. Ich glaube, Team Deathmatch ist jedem bekannt, wie das funktioniert. Schon. Ich will natürlich mein Bestes geben, wie immer. Aber wie lange das. Hä? Wie kann das sein, dass hier ein im Wasser draus ist? Das ist auch so ein Tick von mir, dass ich immer nachladen muss. Mal schauen, ob hier hinten einer kommt. Die Runden gehen zu, gehen lange. Aber auch wieder irgendwie viel zu kurz. Oben hat es, entweder wenn die blauen oder roten Balken voll sind, hat einem das Team gewonnen oder verloren. Der rote ist das Gegnerteam ja. Und die blauen sind wir. Und ich wollte jetzt ihn wieder beleben. Unsere Speer sind aktiv. Sie gibt niemals auf. Aber das haben sie auch gut gemacht, die Soundeffekte. Keiner macht uns Platz! Wir geben nicht auf! Du packst das! Wir können jetzt weg! Komm, wiederbelebt mich hier. Sorry, wenn man das Klacken hört vom Controller. Aber ich drücke gerade die ganze Zeit A-Taste, aber das bringt eh nichts. 5 zu 1 hab ich gerade. Muss nachladen! So, unser Team ist gerade am Gewinnen. Ja, die Waffe verzieht ja übel Scheiß. Kann man irgendwie aber Bewaffnung wechseln. Irgendwie gleich beim nächsten Mal, wenn wir krepieren, nimmt die andere Klasse mal. Ah, das war einer von uns. Wir wechseln mal hier schnell zur AK.
Ey, die hat ja viel weniger Schuss als meine Waffen. Lade nach! Den wiederbeleben. Fühler. Wie ist mein Ping zu Lobby? 2 Block. Das wird wie. Hey, ich hab ihn gerettet und bin krepiert. Geil. Ob die Killcam ist im Ernst geil. Du wurdest gerettet, aber kannst nicht mehr wiederbelebt werden. Was für ein Witz. Dein Team hat gewonnen. Plus 500 XP. Hey, steh auf! Das am Schluss finde ich einfach immer noch geil gemacht. Oh! So. So, ja, das war Europa-Box 28 mit einer Runde Far Cry 3 Multiplayer Team Damage Unterschlupf. Und ja, wünsche euch noch viel Spaß beim Video, schaut auf YouTube und ja.